So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Lords of the Fallen mit mir, Joshua. Und Mario. Ja, wir haben in der letzten Session, für euch dann ja wahrscheinlich in der letzten Woche, weil das ja eine Montagsfolge wird, uns bis oben in den Turm zu Antanas hieß der Dude, ne? Kassel und Antanas. Ah, ja. Wobei Antanas nicht gerade gesprächig war und Kassel ein wenig, wie drückt man das jetzt am besten aus? Schön, dass du da bist und verpiss dich jetzt wieder. Jetzt keine Ahnung, wie man das, was das dann wäre, aber naja. Er hat uns hier runtergeschickt, wir sollen das Planetarium säubern. Ich bin ja eigentlich kein wirklicher Fan von Reinigungsaktionen, aber in dem Fall ist es eigentlich ganz geil, weil dann können wir nochmal so ein bisschen in unseren kleinen Dolchen, also Kurzschwertern, feilen. Also da muss ja noch ein bisschen Blut ran. Stimmt. Bei wie viel sind die eigentlich mittlerweile? Die müssen, glaube ich, jetzt schon bei 64 sein? Wenn ich das richtig im Kopf. Nee, wir sind bei 73 plus 42, aber wir sind bei 115. Die werden immer schöner. Ja. Immer schöner. Worte können nicht beschreiben, wie schön du bist. Zahlen schon, 115. war das hier? Ja, ich glaube schon. Sieht dann aus, ja. Planetarium, ja. Wo Planetarium dran steht, ist auch Planetarium drin. Mal kurz gucken, das ist auf Dach. Wo? Oh, wow! Wow. Entschuldigung. Das fängt ja schon mal wieder gut an hier. Entschuldigung. Oh, Kiste. Geil. Hab ich gesehen, als ich gerade reingegangen bin. Wollte eigentlich nur hier diesen... Das ist eine Kiste mit einem Runenplatz. Ach, mit einem roten. Kacke, kriegen wir gar nicht auf, oder? Nö. Verschlossen. Wo ist denn der, Ich glaube, der ist da ganz oben. Nee, da hinten. Da ist der. Der Feuerbolzen-Dude. Genau. So. Ah, ganz easy. Ich kann ja gar nichts. So, wo ist denn mein Freund hier? Hinter dir. So. Der kann was. Ja, der kann was. Leider. Aber jetzt brauche ich leider meinen Zauber noch. Das heißt, ich kann jetzt gerade nicht auf Obdach gehen. Ist er schon oben? Hä? Der ist, Der ist unten. Wow. Jo. Also auf der Treppe bekämpfen bringt da glaube ich nichts. Da brauche ich ein bisschen Platz. Aber muss einmal kurz... Solltest du jetzt machen, direkt. Ja. Ah, schon ein bisschen zu spät wieder. Ah, funktioniert. Ach, ist die Waffe schön. Ich habe von dem ganz ehrlich, ich sehe so in dem Licht, ich sehe von dem ganzen Kampf nichts. Ich weiß nicht, ob das gerade daran liegt, dass wir ein bisschen Gegenlicht haben, weil die Sonne leuchtet gerade schon ein bisschen auf... Da war eine Tour. Wo? Da. Ach. Aber es ist auch wieder eine... Ach Gott. Wir müssen echt herausfinden, wie man die Dinger aufmacht. Ey, ist das so eine... Muss man dagegen schlagen oder so? Nee, ist nicht. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, so langsam brauchen wir auch unsere Heiltränke gar nicht mehr. Es ist so, ja, wir haben sie, aber wir benutzen sie mehr im Notfall als für irgendwas anderes. Ja. Da geht's nicht weiter, wir müssen auf der anderen Seite lang. Oder macht das auf... Okay, man kann ja schon mal ein bisschen die Leute ärgern, wenn man schon mal hier ist, ne? Haben wir eigentlich bei uns in der Ringgeschichte den... Ja, wir haben einen Kompass dabei. Gut. Hm? Achso. Ah, das ist sogar so ein Schwacher hier. Der kann ja gar nichts. Ich frage mich gerade, wie wir es denn erklären wollen, dass wir zwar das komplette Planetarium gesäubert haben, nebenbei aber auch die komplette Einrichtung vernichtet haben mit sämtlichen Büchern, die sie eventuell gerade brauchen könnten. Ach, weißt du... Manchmal weiß ich auch nicht, wie sowas passieren kann. Das geschieht so aus unerklärlichen Zuckungen bei mir am Gamepad. Es ist einfach so, ich sehe diese IKEA-Möbel und denke nur so, Schrauben, bescheuerte Anleitung. War das gerade ein schwebendes Buch? Ja. Okay. Das war ein magisches Buch. Keine Ahnung. Faustschild Harmonie.
Haben wir eigentlich schon jemals versucht, mit irgendeinem Schild zu kämpfen? Am Anfang, glaube ich, ganz kurz. Ich glaube, in den ersten Folge 1 oder 2 hast du es, glaube ich, mal ausprobiert. Hm. Ich habe das jedes Mal sein lassen, weil es hatte sowieso keinen Sinn. Bis ich da geblockt habe, war sowieso der Kampf meistens zu Ende. Die Chemie war noch nie eine sonderlich beliebte Wissenschaft. Es ist kein Wunder, dass nur wenige Schilde so gut gegen Gift schützen wie dieser hier. Okay. 90% so gut gegen Feuerwiderstand. Ich wollte gerade sagen, so gut gegen Gift, so gut gegen Feuer. Also. Ach, jetzt sind wir zu schwer. Ich hätte jetzt einfach so gedacht, wir haben noch nie versucht, dieses Wegschlagen wirklich zu optimieren, weil wir es nie irgendwie gebraucht haben. Also jetzt habe ich gedacht, ja, never change a running system. Ach, komm. Ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Wenn man hier schon Gülbütz das Regal sieht und hast nicht gesehen. Da muss man hier auch mal. Warte gerade. Oi, 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 oi. Ja, mein Freund. Wer schleiche zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Roger. Mit der Klinge hinten drin. Oh, Kiste. Nice. Und wir haben eine komplette neue leichte Ausrüstung. Guck mal an, ich bin neugierig. Ja, immer doch. Wille schwer, lebendige Elemente. Und dann das. Ja, das ist zumindest schon mal besser als das, was wir gerade tragen. Ja. Wie viel? Gut, hat ein bisschen mehr Gewicht, aber das ist sogar wert. Ja. Wobei, wir müssen, glaube ich, ein bisschen. Ja, ablegen jetzt dann. Irgendwie sind wir gerade auch über unser Trage. Hast du das Schild mittlerweile wieder abgelegt? Ja, ja, eigentlich schon. Ja, hast du. Ja. Ja. Naja. Wir haben halt auch ein paar mit mittlere Teile, glaube ich, drinne. Was haben wir hier gerade bei den Beinen dran? Da mittlere Rüstung. Dann haben wir noch Dimension leichte Rüstung. Ist aber tatsächlich sogar noch schwerer. Wie ist mit, genau. Ja, ich guck gerade. Uff. Ah, da ist die. Ja, bringt zumindest, also hier in der Rüstung verliert es nicht wirklich viel, aber beim Gewicht bringt es ziemlich viel. Aber das ist schon mal, Moment. Hä? Hatten wir nicht gerade irgendwie die hier oben an, die Greif? Irgendwie habe ich das Gefühl, mit der Gewichtsberechnung passt hier gerade irgendwas absolut nicht. Wir waren doch gerade noch im grünen Bereich. Wie kann es denn jetzt sein, dass wir jetzt nur welche im Schild... Wir waren davor gerade nicht im grünen Bereich. Ja. Nicht, dass ich gesehen habe. Nicht? Ach, keine Ahnung. Ich dachte, wir wären im grünen Bereich gewesen. Bisschen strange. Aber gut. Warte, welche haben wir jetzt an? Gucken wir mal ganz kurz vorher nach. Da. Wir haben jetzt aktuell Weisheit mit 2. Kaltes Blut. Wieso haben wir kaltes Blut eigentlich nicht angezogen? Das ist genauso stark. Gehen wir kurz hoch. Aber viel leichter. Geh mal hoch. Nee, zwischen den, die wir gerade an hatten. Hier, hoch? Genau, die vergleich nochmal kurz, bitte. Weil du den einen physischen Widerstand mit drin haben wolltest. Ah! Ich wusste, es hat einen Sinn. Hier die ganzen schweren Rüstungen, die können wir uns eigentlich gar nicht geben. Und Dimension ist zwar ziemlich cool, aber ist halt auch unglaublich schwer. Können wir besser hier kaltes Blut anlassen. Mhm. Was haben wir beim Kopf? Ich gucke kurz. Dimension für 15 Rüstung gegenüber kaltes Blut mit 13. Aber das Gewicht ist hier ein Riesenfaktor. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so. Wir müssten, glaube ich, mal wieder ein bisschen... Punkte in Gewicht reinsetzen. Ja, wir haben auch gerade gesehen, wir haben bei den Rüstungen auch Runenplätze. Also wir können uns vielleicht auch mal ein paar Runen dann in unsere Rüstung einsetzen und die so pushen. Wow! Was war das? Das war ein Ninja-Magier? Ich weiß es nicht. Es sah gerade so aus, als käme ein Schild von der Seite geflogen. Aber vielleicht ist das jetzt auch gerade so wieder meine Grundangst. Das war kein Schild, das war wirklich ein Typ, der dich angesprungen hat mit einem... Scheuerten Kick. So. Soll das nochmal versuchen?
Hä? Treffer werden gerecht. Du solltest betäubt sein. Cheater. Das ist gerade nicht das Problem gewesen. Das Problem ist da. Der ist es. Okay. Also, da habe ich gerade gedacht, ich renne da mal rein und lass ihn sich selbst betäuben, aber irgendwie funktioniert es bei dem nicht. Weg. Ich versuche nicht gut genug, da war eine Wand, aber ich habe gesehen, Item. So. Und ein Magiesplitter. Was ist? Der hatte kein Item. Der hatte nichts? Okay. Nee. Aber auf jeden Fall können wir jetzt ein bisschen besser kochen. Wir haben jetzt einen guten Magiesplitter. Gleich erstmal eine gute, leckere Suppe machen. Noch so eine Truhe, ernsthaft. Ja, und hier drin ist Secret. Ich habe mich schon gefragt, warum das hier die ganze Zeit so flüstert. Sicher, dass es wegen der Tür ist? Wir hatten doch schon 100 verschlossene Türen, wegen denen es geflüstert hat. Stimmt auch wieder. Aber es kann auch sein, dass es gerade irgendwie eine Wand eingerissen werden muss dafür, aber ich glaube, das sieht dann nicht danach aus. Ich sehe auch nur so ein Kirchenfenster, wo man durchspringen könnte, aber wahrscheinlich auch nicht durchspringen könnte. Und alles andere hier. Ein wenig, Es ist ein Geisterglobus! Vielleicht hast du dich einfach nur aufgelöst. Mario, ich glaube, ich habe zugenommen. Was meinst du? Die Masse wandert die ganze Zeit im Körper umher, vor allem. Ach! Jawohl. Das ist wieder hier einer unserer total netten Dudes. Also mal kurz ein bisschen Benommenheit reinsetzen. Ey! Ganz ruhig, Kollege Schnürschuh. Los, komm, mach einen Angriff. Gut, das bringt gar nichts. Solange er das Schild oben hat, treffe ich damit null. Das Gute ist, inzwischen brauchen wir zwei Schläge, um ihn eine Phase weiterzubringen. Und er zwei Schläge, um uns zu töten. Halt dran. Ich bin hier gerade leicht unter Druck. Es tut mir leid. Ich möchte gerne erst ein wenig Abstand gewinnen. Wow! Da rennt er weg. Recht so. Flüchte, Anfänger. Nicht genug, Mann. Behold my power. Du hast gerade gegen das Geländer, glaube ich, geschossen. Das, weiß ich nicht. Aber ich will es jetzt auch nicht beschönigen. Ich habe nicht getroffen. So. Und da liegt er. Was denn jetzt? Gut gemacht, Hakim. Antanas ist hier und möchte mit dir sprechen. Praise the Sun. Der Gott selbst kommt runter von seinem Thron. Was für eine Ehre. Idiot. Was wird er schon gut, Hakim? Kaslo hat mir von deinen Erfolgen gegen die Roga-Hauscher erzählt. Es ist eine Leistung, der meine eigenen Männer nicht fähig waren. Ich bin eindeutig für die zweite Option. Ja. Sie sind auch echt schwach. Ich meine, zwei Leute sind irgendwie geflohen. Einer ist dabei sogar noch zurückgeblieben beim Fliehen. Wenn eure Männer keine schwächlichen Feiglinge wären, würde ich meine Waffen stecken lassen. Du verstehst die wahre Natur unserer Feinde nicht. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange und sein Preis ist viel zu hoch. Mein Volk leidet. Und ich kann es nicht verteidigen, solange ich an diesem gottverlassenen Ort festsitze. Ist das nicht eine Kapelle oder ein Kloster, wo du bist? Gottverlassener Ort? Wait! Und hatten wir nicht eine Audionotiz gefunden, dass sie den Gott getötet haben? Wait! So, da passt irgendwas nicht. Oder er hat einen anderen Gott. Ich sag da jetzt nichts zu. Ja. Nun, jetzt sieht alles viel besser aus. Sag mir zuerst, warum die Roga angreifen. Das würde mich halt schon interessieren. Ja.
Warum greifen uns die Roga überhaupt? Adir plant, mich zu vernichten. Ich stehe für alles, was er fürchtet. Was kann dein Gott fürchten? Ich reiße die Dämonen aus den Herzen der Menschen, Harkin. Ich mache Adirs Werk ungeschehen, direkt vor seinen Augen. Das hat seinen Zorn erweckt. Und jetzt ist er zurückgekehrt. Antanas hat gelernt, Menschen von bösen Geistern zu trennen. Er kann sie von ihrer dunklen Seite befreien. Das erregt Adirs Zorn. Da siehst du seine ganze Grausamkeit. Sollte Adir siegreich sein, werden wir alle unter seiner Regentschaft leben. Ich bin der Wächter des Volkes. Ich bin das Einzige, was zwischen ihm und Adir steht. Und ich werde diesen Kampf führen bis zu meinem letzten Atemzug. Also bis jetzt, bis hier unser Kollege mit dem Magi-Stab hier eingeschritten ist, habe ich echt gedacht, der Antanas hat einen Höhenflug, von dem er gerade irgendwie nicht runterkommen möchte. Der hat Wahnvorstellungen. Der steht den ganzen Tag oben auf dem Turm und behauptet, er wäre der Obermakar schlechthin. Aber wenn er wirklich böse Geister weghauen kann, dann ist das ja schon ziemlich krass. Da frage ich mich aber trotzdem, warum der oben steht und nicht an vorderster Front mitkämpft. Dazu müsste er kämpfen können. Ach ja, stimmt. Wenn man ein Bataillon aus unfähigen Soldaten und nicht heilenden Heilern hat, dann ist das auch schwierig. Vor allem, wenn die Soldaten blind sind wie Sau. Ja. Oh, da oben ist ein Moppel, den habe ich nicht gesehen. Ich bewach da vorne die Stelle. Boss hat gesagt, da komm ich, da von unten kommt keiner durch, hier kommt keiner von unten durch. Was oben ist, interessiert mich nicht. Ja, aber ich muss sagen, ich sehe es ja auch teilweise nicht, ne? Aber jetzt sieht es schon besser für uns aus. Schlachten wurden gewonnen, doch der Krieg geht weiter, Harkin. Wir haben uns durch die Roga durchgeschlagen, um euch endlich hier rauszuholen. Nein, Harkin. Antanas ist derjenige, den die Roga suchen. Sie werden ihn jagen, wo immer er auch hingeht. Aber jetzt haben wir einen Plan, der die Schlacht direkt vor die Pforten unseres wahren Feindes trägt. Er meint die Roga. Nein, Harkin. Ich meine den Gott selbst. Ein Gott töten? Genug geredet. Ich werde es tun. Das klingt schon so geil. Ich liebe Herausforderungen. Einen Gott kriegt man nicht alle Tage zuteil. So ist es. Und wie soll ich das anstellen? Du musst in das Reich der Roga zurückkehren und dort die verbleibenden Herrscher töten. Sobald sie fort sind, hat er dir keine andere Wahl, als sich selbst in den Kampf zu stellen. Wenn das geschieht, kannst du ihn vernichten. Aber warum hält er sich zurück? Ich frage mich gerade mehr, warum haben wir sie nicht einfach schon killen können? Ja, wenn er nicht da ist, wie willst du ihn killen, wenn du ihn... Nee, nicht ihn, die anderen Herrscher. Wir waren ja schon in den ganzen Portalen für die anderen Herrscher, sind auch vorbeigelaufen, ich hätte sie direkt weggeprügelt eben. So meinst du, so wie bei dem angeblich optionalen Gebiet? So 3 Stunden Boss-Time? Ja. Warum hält sich an ihr zurück? Er ist ein Gott. Seine Herrscher haben ihn in diesem Krieg vertreten. Sobald du sie vernichtet hast, hat Adir keine andere Wahl, als selbst das Schlachtfeld zu betreten. In diesem Moment stößt du deine Klinge in sein verdorbenes Herz und beendest seine Existenz. Tja, na dann. Ich verstehe. Nicht alle Herrscher befinden sich im Tempel, Harkin. Einige könnten näher am Ort des Ursprungs zu finden sein. Du wirst dies hier brauchen, um ins Herz des Rogerreiches zu gelangen. In die Kammer der Täuschung. Jetzt sollte es dir möglich sein, mit deinem Handschuh den Weg in die Hand Gottes zu öffnen. Viel Glück im Kampf, Harkin. Sollten wir uns wiedersehen, wird es zur Feier deines Sieges sein. Brauchst du nicht rausfinden. Ich glaube, ich weiß, was da seltsames vor sich geht. Ich auch. Ich meine, guck mal, da ist keine Schwerkraft. Ich meine gerade, also das meine ich gerade nicht mal. In der Welt, wo Magie herrscht, ist das jetzt gerade nicht mal seltsam. Nö, den Obermakar da schlechthin. Bei dem ist irgendwie was quer im Kopf.
Ja, ein bisschen. Probier nochmal in die Truhe. Okay. Ich habe gehofft, dass mit dem Item, was er uns gegeben hat, das möglich ist. Ah, schade. Geht aber nicht. Und die Tür ist immer noch verschlossen. Kann man die aufschlagen? Mit der Druckwelle? Oh. Druckwelle oder halt Schild? Ich habe eine bessere Idee. Wir haben jetzt zwar keine Druckwelle mehr. Wir haben jetzt ja den guten... Na, schade. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt den guten Flammenwerfer, aber der gute Flammenwerfer versagt bei einer Holztür. Schade. Item? Das ist ein sehr robustes Holz. Mhm. Ah, und eine kleine Rune. Tja. Hier muss doch irgendwas sein, um diese Tür aufzumachen. Ein Schalter oder sowas. Ich guck noch mal kurz ein bisschen rum. Aber sie sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwie groß was. Und dahinter haben wir auch nichts übersehen. Oh. Da. Ah. Ja, gucke mal, ja, schau. So, Gebet. Ich weiß nicht, ob das überhaupt nötig ist, aber ich mache das jetzt mal sicherheitshalber. Ich habe keine Lust, nachher wieder zurücklaufen zu müssen. Tata. Benutzen. Bleib offen, Tür. Und gib mir geile Waffe, Kiste. Nee, keine geile Waffe, wir haben ja eine. Ja. Das ist noch schlechter. Im Grunde, wir haben schon eine geile Waffe, Yoshi. Ja. Die wird stärker und stärker und... Hört irgendwann bestimmt auch auf, stärker zu werden. Aber es dauert anscheinend noch ein bisschen. Wir sind immer noch bei 73 plus 42. Ja, die braucht immer ein paar Kills, bis sie besser ist. Ah, guck mal hier. Moin. Das ist unser Kompassmönch. Danke nochmal, dass du mich aus dieser Zelle geholt hast. Nö, doch nicht. Diesen Lügner. Ach. Das ist... Hey, wir haben den richtigen rausgeholt. Weißt du's? Das könnte auch genauso gut der Lügner sagen. Stimmt auch wieder. Mein Bruder Simon wird vermisst. Das ist schön für Simon. Ihr seid Haki, nicht wahr? Man sagt, ihr fürchtet keinen Menschen. Ich freue mich, euch zu treffen. Ich heiße Matthäus. Mein Bruder Simon wird vermisst. Das ist nicht mein Freund. Das war auch gerade so irgendwie mein erster Gedanke. Das ist schön für Simon. Ach komm. Wo hat er ihn gesehen? Wo hast du ihn denn zuletzt gesehen? Er ist ein Mönch wie ich. Er ist möglicherweise im Weinkeller. Dort geht er recht oft mit diesen anderen Aufrührern hin. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Weinkeller, Mario, das ist eine super Idee. Saufen! Frei saufen! Die Mönche haben einen super Weinkeller gehabt damals, glaube ich. Toll, such den Mönch, der wahrscheinlich betrunken in der Ecke rumliegt und es nicht mehr geschafft hat, irgendwie hochzukrabbeln. Yay! Ich halte die Augen auf. Ich danke euch. Ja, können wir später nochmal suchen gehen, glaube ich. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir gehen in das Reich und prügeln ein paar Herrscher um. Ja. Ich habe Bock auf Bosskämpfe. Bosse schlachten klingt doch erstmal nach einem super Plan. Können wir jetzt eigentlich... Ne, es ist gar nicht hier. Wir müssen jetzt wahrscheinlich da vorne runter und die... Also stimmt es. Man kann das Schick nicht zurückziehen. Was interessiert es dich? What? Der Ton ist mega scheiße abgemischt in diesem Spiel. Von der Sprache. Mal ist die Sprache laut, mal nicht. Wir Ratten sind sie geflohen, rein in die Wegtrommel. Wenn du sie auf der anderen Seite findest, solltest du sie im Namen unserer Sache niederstrecken. Ihr Trupp hat eine besondere Tätowierung aufgefallen. Das wäre mir ein Beweis, dass diese Bastarde in der Hölle schwor. Aber wir haben sie ja schon getroffen, offensichtlich. Die Frage ist, hatten wir sie sicher zurückkehren lassen? Wir hatten ja irgendwie alles Mögliche an diesem Turm da geklärt, aber wir wussten ja immer noch nicht, ob das der richtige Turm war.
Doch, wir haben die ja zurückgeschickt. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich funktioniert hat, aber egal. Ja, ja. Sind wir auf die Seite der Deserteure, so als Selbstdeserteur? Der Hauptmann, der war ja irgendwie die ganze Zeit ein Arsch zu uns. Also, so habe ich jetzt nicht. Mach das erste einfach. Ich habe sie bereits getroffen. Also sind sie tot, nehme ich an. Ich mach das erste. Ja. Sie waren mir nicht gewachsen. Wo ist jetzt meine Belohnung? Belohnung? Natürlich. Bringe erst den Beweis, dann können wir reden. Arsch um. Du bist... Hey, was ein Glück. Man kann die Typen nicht töten. Haben wir nicht eine menschliche Tätowierung gefunden? Haben wir? Ich meine, wir haben eine gefunden. Sprich dir mal an. Stimmt. Was ist jetzt? Hast du dich um diese Deserteure gekümmert? Ah. Sie sind tot. Sie waren mir nicht gewachsen. Belohnung? Okay, schade. Okay. Ich meine, wir haben eine gefunden gehabt, aber geh mal runter denn jetzt. Ja, dann... Ich will nicht weiter in diesem trostlosen Ort verweilen. Mit den ganzen... Ich verfluche den... Nützlichen Soldaten? So, was haben wir hier eigentlich mit... Die ist immer noch verschlossen. Ich verfluche den Moment, wo wir das Signalfeuer entdeckt haben. Wir haben fast alle Männer auf dem Weg hierher verloren. Tja, aber ihr zwei seid über. Und denk an all die, die getötet wurden, als wir endlich hier ankamen. Luda, was hat dein Verbrecher hier zu suchen? Was läufst du hier frei rum? Ihr seid wohl neu. Wir sind gerade angekommen. Wir haben das Signalfeuer gesehen und wollten helfen. Alle beide? Verdammtes Signalfeuer! Hätten wir es nicht beachtet, wären unsere Männer noch am Leben. Tja. Haha. Aber ich glaube, du bist dran. Okay. Aber das sieht dann aus, dass wir uns da hinten durch die Katakomben wieder durchbringen. Ja, geh mal kurz ein Stück zurück. Ich würde gerne wissen, ob die Tür da hinten links offen ist, die zu dem Thronsaal. Ich meine, wir hatten doch... Ne, ist immer noch zu. Wir hatten, glaube ich, nämlich irgendwo da hinten in dem Gang mal beim Rendern so eine brüchige Wand gesehen, wo du noch gesagt hast, da müssen wir irgendwann mal durchbrechen. Brüchige Wand? Ja, ganz zu Anfang hatten wir die mal nicht gesehen und dann ist uns das beim Rendern aufgefallen und wir wussten irgendwie nicht, was wir da machen sollten und dann hatten wir halt irgendwie 3-4 Folgen später herausgefunden, wie man da durchkommt, durch die brüchige Wände. Hast du, glaube ich, irgendwie noch ein oder zweimal gesagt, ja, dann müssen wir auch noch irgendwann hin und dann haben wir es vergessen. Aber es sieht nicht danach aus, dass wir hier irgendwie durchkommen. Oh Gott, dann müssen wir den ganz außen rumlaufen. Warum? Ach, keine Ahnung. Warum tut ihr uns das an? Ey, wir können da raus durch die Tür. Ich hoffe es. Ich will da jetzt nicht durchprügeln müssen. Nein! Stopp! Möglichst hier Barrieren hier. Magiehandschuhe erhaltene magische Energie ermöglicht es dir, Barrieren aus anderer Energie niederzureißen. So, jetzt die Frage, mit welchem? Keine Ahnung. Schieß drauf. Ta-ta-ta-ta. Ich glaube, das ist schon down. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil da noch ein Kreis drumherum war. Okay, immerhin kommen wir da raus. Sonst hätten wir uns da echt durchprügeln müssen, wie das... Ja, wenigstens kann man diesmal das riesige, große Tor benutzen. Ja, wenigstens etwas, ne? Ja, moin. Hey, wolltest du nicht gerade irgendwie einen großen Boss haben? Was mache ich jetzt mit dir? Ich finde ihn auf jeden Fall relativ interessant, weil er hat nur eine Phase, aber er hat 2 Balken. Wow! Und er hat einen dicken Knüppel. Knüppel aus dem Sack, Knüppel aus dem Sack und danach in den Sack. Oh. Ich glaube, das ist eine Wutleiste. Warte. Beschwör's nicht! Ui. Wieso?
was ich komisch finde, ist, dass sie vorher gelb war und langsam orange wird. Ich dachte, die wäre normalerweise so grau hinterlegt, aber... Hast du gerade den Magiekristall genommen? Ja, weil ich gerade ehrlich gesagt ein wenig Angst davor habe. Kann ich mal treppen, bitte? Diese riesen Keule machen mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ui. Oh, wie viel? Aber dann brauchst du unglaublich viele Magiekristalle, bis du ich da weiß. Bist. Komm schon. Was ich nur strange finde. Oh, nett ausgewichen. Was ich strange finde, ist dieses ganze grüne Blut, was der absondert. Ultra! Minium! Warum stimmst du denn ausgerechnet jetzt an? Okay, wir müssen da mal jetzt ernsthaft rangehen. Ist ja die Keule nicht schlimm genug, ey. Ah, locker weg. Guck mal, der kann nichts. Oh, doch, ein bisschen was kann er. Warum beschwörst du das auch? Du willst mich, glaube ich, gerade scheitern sehen, oder? Was? Ich? Aber jetzt, was mir gerade auffällt, so ein bisschen, ich habe gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und oh, es ist gerade meine Flasche umgefallen. Ja, super. Nee, also, so, wenn ich mal so ein bisschen drüber nachdenke, habe ich irgendwie das Gefühl, die Bosse und so, die legst du eigentlich immer. Ja. Das stimmt. Und so, zumindest in den letzten zwei Sessions, habe ich immer so ein bisschen den Weg zu den Bossen gemacht. Was war das denn jetzt? Irgendwie hat er was gegen unsere Statue. Ach, da war ja auch... Kannst du da irgendwas aufsammeln jetzt? Ich habe gerade andere Probleme, Yoshi. Schade. Nee, weil... Es gab doch die... Oh Gott, wie war das mit der Audionachricht? Ich muss mir gleich unbedingt nochmal diese Audionachricht anhören. Es ist dein Turn. Ich muss mir diese Audionachricht mit den Richtern nochmal anhören. Weil... Du bist dran. Ich bin tot.